Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Flaws. Ich freue mich mega, wieder fit vor der Kamera stehen zu können und euch von hier aus ganz glücklich zu begrüßen. Mir geht es mittlerweile viel besser. Ich bin aber leider immer noch in der Quarantäne, werde mich aber ab dem 7. Tag direkt freitesten, weil ich heute symptomfrei bin. Ich freue mich mega. Ich habe ganz bisschen Kopfschmerzen, alles aber im Rahmen. Ja, ich freue mich mega auf das Video. Bevor ich euch das alles zeige, und zwar ein XXL Action Haul, möchte ich euch ein Paket zeigen. Ich durfte nämlich mit Ocean Apart zusammenarbeiten und ich möchte mit euch jetzt ein Mini-Unboxing machen. Unboxing-Haul sozusagen. Ich freue mich mega. Ich habe auch sogar einen 35% Code für euch. Da kann ich euch das direkt mal hier zeigen. Flowers 35. Damit bekommt ihr 35% auf euren gesamten Einkauf. Ich habe zwei Sets aussuchen dürfen. Jetzt zeige ich euch mal meine Auswahl. Ich freue mich mega. Ich freue mich so sehr darauf, weil ich jetzt wirklich langsam in meinen Alltag wieder reinkommen möchte. Und ihr wisst, falls ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich eigentlich täglich Yoga-Übungen gemacht habe. Das hat mir immer so gut getan. Und ja, mit den beiden Sets werde ich heute wieder starten. Ich zeige euch mal erstmal die Farbe. Schaut mal. Oh mein Gott. Was für eine tolle lila Farbe, oder? Also, es ist ein Set mit drei Teilen. Heißt auch Coconut Set. Oder Coconut Zip Set, genau. Werde ich euch aber alles in der Infobox nochmal verlinken, falls du genau das gleiche nachkaufen möchtest oder dir nochmal andere Sets anschauen möchtest. Alles ist unten verlinkt. Auch meinen Rabattcode werde ich euch unten nochmal aufschreiben. Einmal hier ein Zip Hoodie mit der Aufschrift Ocean Aparts. Ich mag auch die Marke wirklich sehr. Die ist sehr, sehr qualitativ. Also falls ihr die Marke nicht kennt, ich kann euch das mal vom Nahen zeigen, wirklich Top-Qualität. Also sehr, sehr schön. Der ist ein bisschen länger, sodass ich darunter auch mein Leggings anziehen kann. Vielleicht, wenn ich mal ja, rausgehen möchte oder draußen joggen möchte. Ein Leggings in derselben Farbe. Der ist hier an der Seite, hat der so schöne Details. Schaut mal, richtig toll. Ich mag das auch. Also ich kann euch auch schnell mal meine Größen nennen. Ich habe hier mein Leggings in der Größe M mitgenommen und mein Hoodie habe ich etwas größer in der Größe L gekauft, damit der schön Oversize draufsteht. Und die Sets haben auch immer so ein Bra dazu, nenne ich mal jetzt so ein Sport-BH und auch in derselben Farbe. Ich liebe diese Farbe, ich denke auch, die wird mir sehr gut stehen. Ein Set Nummer 2, Mädels, ist mal komplett was anderes. Da habe ich mich getraut, ich wollte mal was Außergewöhnliches mitnehmen. Es ist ein Muster, so ein gewagt, es ist gewagt, aber ich denke, das wird auf meiner Haut sehr schön aussehen. Schaut mal, komplett was anderes, oder? Und zwar, dieses Mal ist es wirklich nur ein Unterteil, also ein Leggings. Schaut euch mal die Farbe an. Richtig cool finde ich das, ehrlich gesagt. Und dann wieder ein Sport-BH. Der ist aber ein bisschen anders geschnitten. Finde ich vom Schnitt her auch richtig interessant. Schaut mal. Boah, der ist einfach nur hübsch. Schaut mal. Ich denke, wird auch einfach mit meiner Hautfarbe sehr gut harmonieren. Der hier heißt Mia. Mia. M-Y-A. Und ja, einmal habe ich das Oberteil in der Größe S mitgenommen und hier habe ich auch die Hose in der Größe S mitgenommen. Und bei der Hose gefällt mir sehr, dass der hier hinten jeweils Taschen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob da ein Handy reinpassen würde. Also meiner vielleicht nicht. Ich habe so ein Riesenteil. Aber vielleicht auch doch. Aber Schlüssel, dann auch Kopfhörer wird definitiv reinpassen. Ich finde das richtig toll. Ja, das waren die beiden Teile, die ich mir ausgesucht habe. Ich finde, beide sind mega hübsch und ja, richtig toll. Ich freue mich, wie gesagt, gleich auf meine Yoga-Session. Die werde ich jetzt direkt nach dem Video starten. Ich bin voll motiviert jetzt. Ja, wenn du auch etwas nachkaufen möchtest, du weißt Bescheid, in der Infobox habe ich alles verlinkt. Starten wir aber direkt jetzt mit dem Action-Haul. Ich nenne es auch wirklich ein XXL-Haul, weil ich 80 Euro bezahlt habe. Und ich werde jetzt erstmal alles schön sortieren und die Kleinigkeiten, die eher uninteressanten Teile, die ich immer wieder nachkaufe, werde ich euch wie gewohnt, ihr kennt mich ja, wie gewohnt in Schnelldurchlauf euch vor die Kamera zeigen. Lieblingssnacks, getrocknete Ananas, je 1,59 Euro. Tortillas, 8er Pack, je 99 Cent. Crispy Sneakers 1,85 Euro. Ballisto in lila und grün für je 1,19 Euro. 200 Gramm getrocknete Datteln für 95 Cent. Damit möchte ich Thermomix Dattel Curry Dip
wieder machen. Sesam-Snaps für 67 Cent. Ich hatte die mal bei meiner Freundin gegessen und die schmecken echt mega. Yummy-Soße für 1,49 Euro. Katzenklo-Deo für 2,79 Euro. Deo für mich, meine Lieblingsversion, für 1,44 Euro. Paketband für 76 Cent. Und das letzte in schnelle Durchlauf. Mundschutz 50 Stück für 2,99 Euro. Ja, jetzt kann ich euch das Interessantere mal zeigen. Hier unten und neben mir stehen noch ganz viele Teile. Das waren die Teile, die ich immer wieder nachkaufe. Ihr kennt mich ja, glaube ich, die Teile, die ich euch jetzt eben in den Schnelldurchlauf gezeigt habe, zeige ich euch immer wieder. Das ist mein Monatseinkauf, was ich immer wieder nachkaufe. Ich liebe alles, was ich euch eben gezeigt habe. Also die Yummy-Soße slash Yuppie-Soße nenne ich ja eigentlich so. Und die Tortillas zum Beispiel. Oder die getrockneten Ananasstücke. Also lecker. Jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Aufbewahrungsboxen in diesem tollen Senfgelbton. Habe ich 6 Stück mitgenommen. Die passen nämlich mega in die Billy-Kommoden. Obwohl, nee, in meinen Billy-Schrank, also in meinem Bücherregal. Der ist 6 Meter lang und je eins passt dann in 1 Meter sozusagen. Also in so einen halben Meter rein. Also der ist 3 Meter lang. Oh. Okay, das ist immer so ein halber Meter, also für eine Tür. Ich habe 6 Türen, das sind 3 Meter. Okay, da passt das genau 1:1 rein, sodass die Tür schön wieder schließt und auch, dass das einfach schön einheitlich und sauber aussieht. Das möchte ich aufbauen und komplett in die 3 Meter in dieselbe Reihe befüllen und dann beschriften. Also ich freue mich, das sieht so aus, Mädels, wenn man das aufbaut. Den hatte ich mal in schwarz für meinen Mann mitgenommen. Und als ich gesehen habe, dass der wirklich 1A da reinpasst, habe ich mir jetzt 6 weitere mitgenommen. Der kostet je 1,99 Euro. Nach langer Zeit habe ich auch mir auch wieder Keramik mitgenommen, also Porzellan für die Küche. Ich habe ein Set einfach erweitert, den hatte ich schon mal benutzt. Also davon habe ich schon 4 Stück zu Hause. Und ich muss sagen, ich mag das sehr. Das ist wirklich so ein Typ zu etwas hochwertigerem Porzellan, weil ich habe das auch auf Westwing gesehen und da kostet einer viel, viel mehr. Hier kostet einer nur 2,89 Euro. Davon habe ich, wie gesagt, 2 weitere mitgenommen, weil ich mein 4er-Set auf 6 erweitern wollte. 2 hiervon. Und dann habe ich auch so ein Salatschüssel in derselben Version mitgenommen. Die ist jetzt wirklich genau das gleiche, nur in groß. Und die sind alle handmade glasiert. Da kostet je einer 5,55 Euro. Finde ich auch richtig schön. Also kann ich in Kombi gut verwenden, finde ich. Passt auch einfach sehr gut in meine Einrichtung, wie ich. Und ja, ist ja auch nicht so ein krass Bild, wisst ihr? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich freue mich, dass ich einfach mein Set erweitert habe. Es könnte sein, dass ich bei dem nächsten Haul wieder weitere mitnehme und mein Set vielleicht von 6 auf 12 oder auf 8 erweitere. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht, den hatten die auch in kleineren Schalen, vielleicht so, ja, Mini-Schalen könnte ich auch noch dazu kaufen. Mal schauen, aber ich bin aktuell sehr zufrieden mit dem Set hier. Ich habe auch für 1 Euro so einen Eierschneider mitgenommen. Den hatte ich mal früher von Ikea eins und der ist so alt gewesen, dass ich den wegschmeißen musste. Jetzt habe ich den in so einer schönen grau-weiß Farbe mitgenommen. Den hatten die Kleinen auch anderen Farben. Aber ja, wenn ihr nicht wisst, wie man damit Eier schneidet, so sieht das aus. Für je 49 Cent habe ich Dinnerkerzen mitgenommen, also diese Stabkerzen, in diesem Rosaton, weil ich dachte, vielleicht so ein Farbtupfer für den kommenden Frühling würde einfach richtig toll aussehen. Und ich finde, hier passt ja eigentlich jede Farbe. Ja, ich freue mich auf die Farben. Den hatten die auch in anderen schönen Frühlingstönen. Ich habe mich aber jetzt wirklich für rosa-pink entschieden. Für 89 Cent hatte ich Konfetti, so Herzkonfetti mitgenommen für Valentinstag. Aber unser Valentinstagsprogramm ist komplett für die Katz. Also wir mussten das komplett absagen. Wir hatten eine richtig coole Airbnb gebucht. Die musste ich stornieren. Zum Glück habe ich es aber rechtzeitig storniert, als ich erfahren habe, dass ich Corona habe. Und ja, also anfangs war ich mega traurig, weil ich hatte alles richtig gut geplant und ja, jetzt werden wir nichts machen. Höchstwahrscheinlich werden wir einfach zu Hause
zusammen gemeinsam Zeit verbringen, aber das ist auch für uns gerade so wertvoll, weil wir uns ja auch getrennt haben, also die Räume getrennt haben, weil ich hier positiv war, er nicht, und ich wollte ihn ja nicht anstecken. Es wird dann der Montag sein, wo wir uns zum ersten Mal gemeinsam am Tisch hinsetzen werden, deswegen wird das trotzdem was Schönes sein, aber nicht das, was ich geplant hatte. Ihr wisst, er hat ja auch am 14.2. Geburtstag, wird 30, ist eigentlich richtig toll, also ein rundes Geburtsjahr, aber naja, da kann man jetzt nichts machen. Vielleicht verwende ich die einfach auch trotzdem zu Hause. Ich weiß aber, dass ich danach richtig viel staubsaugen muss. Mal gucken. Wir spielen super gerne Kniffel und da ist unser Kniffelblatt sozusagen, wo man das alles einträgt, alle gegangen und deswegen habe ich mir direkt Reserve mitgenommen. Deswegen habe ich uns direkt einen Block mit 100 Blättern mitgenommen. Hat auch nur 49 Cent gekostet. Falls du Kniffel noch nicht mit deinem Mann oder mit deinem Partner gespielt hast oder mit Freunden, musst du das definitiv spielen. Das ist wirklich für uns Quarantänezeit damals gewesen. Die erste Quarantäne haben wir damals, das war ja im Sommer, im Balkon damit verbracht und das hat uns so Spaß gemacht, dass wir das aktuell immer wieder gerne spielen. Das, was ich auch noch für meinen Mann mitgenommen habe, muss ich aber noch gestalten. Ich habe auch nicht mehr so ganz viel lange Zeit. Naja, ich habe aber die Bilder schon ausgesucht. Ich glaube, war das Schwierigste. Ich habe ein Bilderbuch oder Fotoalbum mitgenommen. Memories steht drauf. Ist in so einem schönen Türkis-Blauton. Das sieht so wie eine Spachtelmasse aus. Ich weiß nicht, ob man das zeigen kann. Ich mache das mal auf, dann kann man das vielleicht besser sehen. Mit so einem goldenen... Moment... In einer schönen goldenen Schleife. Die wollte ich jetzt schön gestalten mit unseren gemeinsamen Erinnerungen, schönen Bildern. Und dafür habe ich auch noch ein paar Stifte mitgenommen. Schaut mal, richtig toll. Also ich hoffe, dass der schön blanko ist. Mal gucken. Und je, genauso wie ich mir das erhofft habe. Also man kennt das ja einfach schön zum Gestalten. Und ja, zum Beschriften, zum Beschenken. Ich glaube, das wird richtig toll. Ich liebe auch individuelle Geschenke zu verschenken. Den hatten die auch in so einem rosa Ton. Ich denke, das ist eigentlich für die Babys gedacht, so blau und rosa. Aber ich dachte mir auch, für einen Mann ist das toll. Vielleicht, wenn das mir Spaß macht und es am Ende mir gelingt und schön aussieht, werde ich ein paar weitere mitnehmen. Dann einmal für uns beide, dann für die Katzen vielleicht ein Album machen. Oder noch andere schöne Alben selber gestalten. Ich liebe auch Fotoalbum online zu gestalten. Aber das hat, finde ich, ein gewisses Etwas. Wisst ihr, das ist so eher doch schon ein Tick persönlicher. Deswegen freue ich mich auf das Geschenk. Für die Fotos habe ich auch so einen Fotoklebestreifen mitgenommen. Das sind so 25 Stück sind da drin. Die kosten auch nur 35 Cent. Mal gucken. Also das sind so, glaube ich, zweiseitige Kleberstreifen, die man einfach, ja... unter die Bilder klebt, damit man jetzt nicht mit einem Prittstift noch rumhantieren muss. Ich habe auch so ein Stiftetool mitgenommen, so ein Set mitgenommen, mit schwarzen Stiften und ja, Bleistift und Co., damit ich einfach mein Fotoalbum auch damit schön gestalten kann und beschriften kann. Dafür habe ich aber wirklich nur 99 Cent bezahlt. Richtig günstig, mal gucken, ob das was wird. Die Spachtelmasse habe ich euch ja auch im Video gezeigt. Den habe ich wirklich mitgenommen für 3,99 €. Hinten habe ich schon ein Bild mit der Spachtelmasse wirklich nur provisorisch zum Testen mal gemacht und aufgehangen. Ich brauche da definitiv daneben noch ein Bild, aber ich habe nicht die gleichen Maße an Leinwand gefunden. Deswegen muss ich warten. Manchmal fehlt das in Action, manchmal kommen die wieder rein. Aber ich freue mich einfach auf die Spachtelmasse. Das fühlt sich so smoothie an. Das ist einfach richtig cool. Das Gefühl ist einfach schön. Auch wenn ihr am Ende das Bild nicht aufhängen wird, einfach zum Entspannen, zum Runterkommen und zum Basteln und Malen macht das mega Spaß. Wie gesagt, ihr müsst am Ende das Bild nicht aufhängen, wenn es euch nicht gefällt. Versucht einfach nur die Zeit zu genießen. Vielleicht auch mit Familie und Freunden oder Kindern. Einfach eine coole Sache. Ich habe so einen Glanz mitgenommen für Acrylbilder. Einfach so ein Lack sozusagen für 1,52 €. 500 Gramm Gießmedium für 2,99 €. Damit möchte ich wieder ein neues Bild mal starten. Wie gesagt, ich liebe einfach das Prozess. Also ich liebe einfach das Prozess von dem Gestalten, auch am Ende, wenn es nicht gelingt. Ich freue mich auf so eine neue Technik. Für das neue Bild habe ich auch wie viel Gramm? Genau, 250 Milliliter
weiße Farbe mitgenommen für 1,89 Euro. Bevor ich aber das Bild auf die Leinwand zeichne und male, möchte ich erstmal mit einem Skizzbuch starten, so wie das die professionellen Künstler machen. 80 Seiten DIN A5 für 1,89 Euro. Ich hätte mich ja mit euch zusammen im Video für das hier entschieden, also einfach ein Buttermilch-Handseife für 1,39 Euro. Und wie viel Gramm? Das ist ja richtig viel, ne? 1000 Milligramm. Richtig interessant, da soll der Milchsäure mit dabei sein. Das soll die Haut schön weich machen. Mal gucken, ich werde das testen. Ihr habt mir auch geschrieben, dass das Blaue, also ich glaube Körpermilch war das oder Duschgel, ich weiß es nicht, das Blaue auch richtig gut sein soll. Ich wollte das jetzt erstmal mit der Handseife testen. Die ist ja mega groß, die werde ich jetzt umfüllen. Einmal in der Küche, einmal im Bad und testen und euch Bescheid geben bei dem nächsten Haul. Dann werde ich den nachkaufen, dann wisst ihr Bescheid, der hat mir definitiv gefallen. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, ob du wirklich einfach ein Action-Favoriten-Haul sehen möchtest, da wo ich nur meine Lieblingsteile kaufe und nichts Neues oder euch einfach nur die Teile zeige oder ob ihr vielleicht ein aufgebraucht Action-Haul sehen wollt, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, die ganzen Teile, die ich benutzt habe und mochte oder nicht mochte, euch zu zeigen. Ich habe auch ein Feuerzeuggas zum ersten Mal mitgenommen für 92 Cent. Ich hatte von früher mal noch ein Feuerzeug, welches man wohl nachfüllen kann und deswegen wollte ich das jetzt nicht wegschmeißen und damit nachfüllen. Lufterfrischer Spray steht hier drauf, also Raumduft in Super Supreme Forest steht drauf. Und ich mag ja Holzdüfte, deswegen habe ich den ausnahmsweise mal mitgenommen. Aber eigentlich hatte ich mir hoch und heilig versprochen, keinen Raumduft mehr mitzunehmen. Ich habe mega viele. Sei es von viele von Action, dann aber auch viele von anderen Shops und dann von TK Maxx habe ich ganz viele mitgenommen damals und auch sogar von Primark, habe ich das schon genannt? Naja, ganz viele Raumdüfte habe ich schon zu Hause und die benutze ich irgendwie nicht alle, also weil ich gleichzeitig mehrere benutze, ja, die nie alle. Oh, der sieht interessant aus. Daran habe ich ehrlich gesagt nicht gerochen, aber weil der Forest stand, habe ich es einfach mal mitgenommen. Also, schade. Das hat was Süßliches und ich mag keine süßen Düfte. Nicht so herb, wie ich mir das erhofft habe. Nicht so holzig und schwer, wie ich mir das erhofft habe. Doch im Nachhinein, ach ja, so lala. Nicht so, wie ich mir das erhofft habe, ganz ehrlich. Das hat was so Süßes. So Zuckerwatte-süß. Das mag ich nicht. Aber im Nachhinein riecht man schon so einen Wald. Naja, okay. War so ein Limited Edition und ich hatte Angst, dass er weg ist, weil das so ein Winter Limited Edition war. Moment mal. Den werde ich trotzdem verwenden. Es wird aber definitiv jetzt nicht mein allerlieblingsRaumduft werden. Das letzte Teil, ich habe mir noch Strumpfhose mitgenommen. 40 Ten Den DN. Ich weiß gar nicht mehr warum. Also ihr wisst, umso höher die Zahl, desto blickdichter das ist. Und ich habe... Die hatten das sogar in 80. Ich habe mir aber bewusst 40 mitgenommen, damit man ein bisschen auch durchsieht. Ich werde das nämlich mit Moccasins benutzen, mit Loafers oder so. Deswegen habe ich das gebraucht. Den habe ich extra in der Größe M gekauft, weil ihr wisst vielleicht, ich hasse es, wenn man den unten, also am Bund spürt, dass der nach unten zieht. Wisst ihr, wenn er zu kurz ist? Ich hasse es. Ich hätte es mir sogar in Größe L mitkaufen sollen, damit das nicht passiert. Naja, Mädels, das waren die ganzen Teile, die ich euch zeigen wollte. Das war mein Haul. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Vergisst nicht, bei Ocean Aparts nochmal reinzuschauen. Ja, ich hatte mega Spaß, nach langer Zeit wieder happy vor der Kamera zu sitzen und gesund zu sein. Deswegen wünsche ich euch wie zuvor Gesundheit, viel Spaß und ja, tolle Zeit und tolle Zeit mit euren Liebsten. Bis zum nächsten Video. Also wir sehen uns am Montag. Eure Hijabloss.